Der OSZ-Motor hat normalerweise eine Nennleistung von 1200 Watt. Dadurch, dass ich jetzt hier eine Lüftung konstruiert habe und mehrere hundert Liter Luft pro Minute durch den Motor puste, ist es also so, dass ich deutlich mehr Leistung vom Motor abfordern kann, ohne dass da irgendwie etwas passiert. Bisher bei meinen Tests ist alles gut gelaufen. Der Motor ist nie so heiß geworden, dass man ihn mit der Hand nicht mehr anpacken kann. Man konnte immer noch gut 5 bis 10 Sekunden dran halten. Es war zwar schon recht warm, ich würde mal sagen 40, 45 Grad etwa. Ich habe es noch nicht gemessen, aber so, dass es absolut alles im grünen Bereich ist. Und das Teil, so wie es hier steht, hat derzeit 28 cm Feder, wie ich, je nachdem, wie ich den Dämpfer nochmal einstelle an der Anlenkung, kriege ich ohne Probleme 30 cm Federweg hin. Die Sitzhöhe beträgt 84 cm. Mal guckt, ich kann hier ohne Probleme stehen und habe also genug Platz. Es hat eine sehr schöne Geometrie. Also man sitzt sehr angenehm drauf. Die Bremsen sind SLX-Bremsen vom Mountainbike, 210er Scheibe vorne, 180 hinten reicht. Um in der Stadt zu fahren reicht das aus. Wenn man jetzt Downhill fährt und im Bikepark fährt, kann es etwas kritisch werden. Dann merkt man schon unten, wenn man ankommt, es fängt an zu stinken. Ne? Also Performance-Beläge am besten dann holen und Ice-Tech-Scheiben oder am besten Saint-Bremse von Shimano, die ist noch besser. Dann dürfte es keine Probleme geben. So wie das Bike jetzt hier steht, wiegt es 57 Kilo. Ich wiege 70 Kilo jetzt mit Klamotten, das sind also 127 Kilo. Und wenn man mal bedenkt, dass ein normaler Motorroller, der so durch die Stadt fährt, zwischen 90 und 120 Kilo wiegt, sagen wir mal gut 100 Kilo, wäre es so, als würde ein Motorroller vielleicht mit 10 oder 20 Kilo durch die Gegend fahren. Das macht natürlich hier bei dem Bike mit der, ich sag mal, brutalen Ausstattung für Jumps eine enorme Reichweite aus. Und wenn man mal guckt, also der OSZ-Motor hat für mich genügend Power zum Fahren. Hier ist ein Turnigy Wattmeter drauf und ich habe hier bis zu 143 Ampere Peakstrom gemessen. Das Ding zieht also 143 bis zu 145 Ampere und dieses kleine bisschen an maximaler Power, das macht den Unterschied, wo man merkt, das Ding geht mir unterm Hintern weg oder nicht. Und deswegen finde ich die Technik besser wie die bürstenlosen Motoren, die ich bisher ausprobiert habe. Ich kann aber auch die Beschleunigung einstellen. Das ist jetzt volle Pulle. Oder ich stelle hier das Ansprechverhalten ein. Also der fährt dann langsam hoch. Und das ist das Schöne hier an dem Bike. Das heißt, ich habe hier die Einstellknöpfe und wenn ich jetzt irgendwo im Bikepark bin oder an irgendwelchen Strecken, wo das so ruppelt, dass du ab und zu, wenn es noch nicht geübt ist oder wenn man es noch nicht so richtig kann, andauernd hier gegen den Gasgriff kommt, dann hier, da passiert nichts. Das heißt, ich kann super geil Downhill fahren, überall runterspringen. Und wenn ich dann längere Zeit ziehe, fährt er hoch. Und ich kann das hier stufenlos einstellen, wie schnell dieses Ramping hochgeht vom Motor.
Da kann ich auf der anderen Seite die Kraft des Motors einstellen. Wenn ich zum Beispiel einen Akkupack habe, was nur, ich sag mal, 50 Ampere liefert und danach macht das BMS-System zu, kann ich hier gucken und einstellen, dass also der Motor tatsächlich auch nur 50 Ampere abbekommt. Und das andere eben war halt die Geschwindigkeit, die ich einstellen kann. Ich kann aber auch die Geschwindigkeit total lahm einstellen, aber trotzdem die maximale Kraft. Es ist das einzigste Bike, was ich kenne, ich sag mal als Hardcore-Freerider oder als Elektrobike, welches einen Freilauf besitzt. Dadurch kann ich einfach so, wenn das Ding die Geschwindigkeit erreicht hat, rollen, ohne dass der Motor die ganze Zeit mitdrehen muss. Der Motor muss also gar nichts mehr leisten, er kann sehr schnell herunterkühlen, er wird dann noch vom Motor, also von der Lüftung gekühlt. Dadurch habe ich enorm schnelle Abkühlungszeiten. Ich habe nicht das Problem, wenn ich sehr schnelle Downhills fahre und auch mal richtig schnell bin, dass ich den Controller beschädige durch den Strom, den der Motor dann wieder erzeugt. Der Motor bremst nicht ab. Man gibt also Gas, kann Halfpipe springen, Jumps machen, alles Mögliche. Man gewöhnt sich sehr schnell daran, dass das Ding einen Freilauf hat für die, die vielleicht vom Motorradfahren gewohnt sind. Und es macht einfach nur Spaß.